Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Kunst, auch wenn wir aktuell Abstand halten müssen, kann ich Ihnen versichern, dass ich heute dennoch ganz nah mit Ihnen verbunden bin. Als Landeshauptfrau und als Weinviertlerin weiß ich, dass das Schloss Wolkersdorf ein wichtiger Impulsgeber in der Region und darüber hinaus ist. Durch Sie, die das Kulturprogramm gestalten und besuchen, ist das Schloss Wolkersdorf zu einem Best-Practice-Beispiel für gemeinschaftliche Aktivitäten im Kulturbereich geworden. Für diesen Einsatz habe ich dem Verein Forum Schloss Wolkersdorf im Rahmen der Kulturpreisgala 2018 den Anerkennungspreis des Landes Niederösterreich für Volkskultur und Kulturinitiativen überreicht. Diese Auszeichnung ist der beste Beweis für großes Engagement der Vereinsmitglieder hier in Wolkersdorf. Sie alle zeigen uns, dass Ehrenamtliche und Freiwillige der Motor unseres Kulturlebens in Niederösterreich sind. Ihnen allen gilt daher meine höchste Wertschätzung und mein ganz persönlicher Dank. Sie machen Niederösterreich zu dem Kulturland, das es ist. Und dafür bekommen wir auch über unsere Grenzen hinaus Aufmerksamkeit und Anerkennung. Auch die aktuelle Ausstellung mit Arbeiten von Renate Korinek, Heide Proksch und Peter Proksch im Forum Schloss Wolkersdorf ist ein blühendes Beispiel für den Kulturreichtum hier in Wolkersdorf. An dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei den Künstlerinnen und dem Kurator Hannes Etzelsdorfer für die gelungene Schau bedanken. Vielen Dank für Ihren kulturellen Beitrag in dieser schwierigen Zeit. Sie signalisieren damit, wie wichtig Kunst für unsere Gesellschaft und für uns alle ist. In diesem Sinne, herzliche Grüße ins mythenreiche Weinviertel. Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich eine wunderbare Reise durch diese ganz besondere Ausstellung. Herzlich willkommen hier im Forum Schloss Wolkersdorf. Das Forum Schloss Wolkersdorf ist ein Kunstverein, dessen Obfrau ich sein darf. Und wir befinden uns hier in Wolkersdorf im Weinviertel, wie gesagt im Schloss, in dem ich hier stehe in einer fertig aufgebauten Ausstellung mit dem Titel Fantastisch, das Kunstwerk als imaginäre Insel, mit den Künstlern Heide und Peter Proksch und Renate Korinek. Warum stehe ich hier und warum gibt es keine Vernissage, warum gibt es keine normale Ausstellungsöffnung? Weil wir leider in der Corona-Krise ganz am falschen Fuß erwischt worden sind und die Ausstellung fertig aufgebaut war im März, aber nicht mehr eröffnet werden konnte. Und ich darf Ihnen gleichzeitig hier auch eine für uns sehr freudige Nachricht übermitteln, nämlich dass wir die Ausstellung jetzt ab Pfingsten, das ist das letzte Maiwochenende, im Galeriebetrieb öffnen können. Und ich möchte Sie jetzt einladen, hier mit mir einen Rundgang durch die Ausstellung zu machen, um sich schon einmal einen Vorgeschmack holen zu können. Und auch einladen dazu, die Künstlerinnen Renate Korinek und Heide Proksch selbst hier zu hören. Denn in unseren Ausstellungen geht es immer auch um die Persönlichkeit der Künstler und auch darum, was sie hier mit dem Schloss, mit der Region, mit Weinviertel verbindet. Es ist eine traurige Erfahrung als Kurator einer Ausstellung, wenn sie zwar aufgebaut, mit viel Liebe betreut und vorbereitet wird, aber nie gezeigt wird. Eine Luftblase, die gleichsam zerplatzt. Und wenn wir hier die Skulpturen von Renate Korinek fokussieren, haben wir sprichwörtlich diese Luftblase umgesetzt. Es gibt einen Terminus, den wir aus der Antike kennen, Homo Bulla. Ein römisches Zitat, das so viel heißt wie, es ist alles Machwerk, das zerplatzt. Ich betrachte es als einen Glücksfall, dass hier in Form Wolkersdorf zwei Weinviertler-Künstlerinnen zu sehen sind und präsentiert werden, die nicht hier geboren wurden, die sich aber hier in dieser Region sesshaft gemacht haben und hier ihre Kunst entwickelt haben. Eine Kunst, die weit über den engen Raum ihrer Heimat hinausstrahlt. Peter Proksch hatte in ganz Europa und auch in Amerika Ausstellungen abgehalten und auch Frau Korinek konnte ihre künstlerische Karriere sehr stark im internationalen Raum verorten. Es ist schön, dass wir beide Künstlerinnen hier gemeinsam zeigen können.
wünsche Ihnen bei diesem Film viel Vergnügen. Herzlichen Dank. In Scham stürmte die feine Wiener Gesellschaft das nobel restaurierte Palais Dorotheum, und zwar nicht um etwas zu versetzen, sondern um einen guten Freund zu seinem 60. Geburtstag nicht zu versetzen. Lieber Peter, die Geburtstagswünsche und Grüße sind dir schon zugeflattert in großer Zahl, wie ich höre. Und ich war auch einer derer, die alles Gute gewünscht haben. Peter Proksch, der Lieblingsmaler der hiesigen Haute Volée, zählt selbst dem Bundeskanzler zu seinen guten Freunden. Und in jedem Salon der Donaumetropole ist zumindest eines seiner fantastisch-realistischen Bilder ein Muss. Das Frühwerk von Peter Proksch war eigentlich nur für unser Haus bestimmt. Wir haben das eigentlich in Ausstellungen nie gezeigt. Warum mein Mann das so wollte, weiß ich nicht, aber so war es halt. Und jetzt haben wir das eben ausgegraben und in Ermangelung auch von neuen Bildern, nachdem er jetzt doch schon einige Jahre tot ist, haben wir das rausgesucht und wollen es auch einmal zeigen, wie es angefangen hat, mehr oder weniger auf der Akademie und zuerst auf der Grafischen schon und dann auf der Akademie. Werte Besucherin und werter Besucher dieser Ausstellung, mein Name ist Alexander Blach-Marius. Ich bin selbst Musiker, Pianist und der Leiter der Musikschule hier im Schloss Wolkersdorf. Ein Schloss, das mehrere Künste vereinigt, die musikalischen Künste oder die musischen Künste, kann man sagen, insgesamt. Und das bedeutet auch Malerei, Plastik, Architektur und natürlich durch die Musikschule auch hier die Musik. Natürlich mit vielen Veranstaltungen auch. Heute eine wunderbare Ausstellung, die ich besuchen darf. Peter und Heidi Proksch. Und Peter Proksch hat, was Musik betrifft, von Anfang an mal seine Liebe zum Jazz entdeckt und kam danach erst zur Welt der Klassik. Dieses Bild von Peter Proksch war eigentlich als Plattencover konzipiert, stammt aus dem Jahr 1995 und enthält, was das Thema Musik betrifft, unglaublich viel musikalische Kraft. Einerseits ausgedrückt durch das Instrumentarium, aber auch durch die Gesichter, das spannt direkt einen Bogen von der antiken Welt der Musik, eigentlich bis in die Gegenwart, bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts. Da findet man so ein bisschen Jugendstil und frühe Moderne. Da wird man an Franz Schreker erinnert, an den späten Richard Strauss, an Julius Bittner, der ebenfalls in Wolkersdorf sehr lange als Opernkomponist gewirkt hat. Mein Name ist Renate Koridek, ich bin Glasbildhauerin. Ich arbeite mit Glas und Stahl. Also ging ich nach Bayern in eine Glashütte und habe mich dort beworben. Es hat mich so ein bayerischer Wurzelsepp mit langem Rauschebart empfangen. Schaut mich an, sagt, ich möchte Glasblasen lernen. No, er schaut mich an und sagt, weißt du was, mach lieber ein Spiegeleier am Ofen für dein Mann. Überhaupt in ganz Europa gab es für eine Frau keinen Ausbildungsplatz. Also ging ich nach England, habe mich bei den Midsummer Glassmakers in Great Britain, Cambridge beworben und ja, die haben mich genommen. In der Zwischenzeit habe ich mich beworben in den USA an 4 Universitäten und ich wurde auch genommen. Ich habe Rochester Institute of Technology gewählt in Rochester, Upstate New York, weil das eine technische Schule war und ich bin ein technischer Trottel.
Ich war die einzige Frau in der Glasabteilung, School for American Craftsmen. Und das hatte Vor- und Nachteile. Meine Kollegen waren meistens bis zu 2 Meter groß, kamen alle vom MIT, das eine der besten Schulen in den USA ist. Und ich konnte natürlich, da war klein Renita und sie haben alle gelacht über mich am Anfang. Das hat sich geändert. Aber ich habe gekocht, Gulasch, Einmachgläser, Fleischlaverl. Und dann habe ich sie gezwungen, Limbo tanzen. Mit 2 Metern. Man könnte meinen, wir stehen hier vor einem alten Meister, altmeisterlich gemaltes Kunstwerk, aber ein Frühwerk von Peter Proksch. Und wir finden es spannend, die Kunst immer auch in Beziehung zu den Räumen, zu den starken Räumen im Schloss Wolkersdorf zu sehen und die Räume hier zu gestalten und mit einzubeziehen bei der Gestaltung der Ausstellungen. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich noch auf der Handelsakademie, habe dann natürlich, zuerst wollte ich Dolmetsch studieren, aber meine Mutter hat gesagt, wenn du mit einem Maler zusammen bist, dann mach lieber einen Beruf. Und so bin ich Chefsekretärin geworden und habe Übersetzungen Englisch-Französisch gemacht. Und musste mit meinem Chef auch auf Messereisen fahren und so. Das hat meinem Mann natürlich weniger gefallen, dass ich nicht zu Hause war. Und dann bleibt zu Hause. Also dann hat er schon gut Geld verdient mit den Bildern und bin ich zu Hause geblieben. Dann war mir langweilig. Und dann hat er gemeint, nur versuch's mit der Akademie für irgendwas textilmäßig. Hat er mir einen kleinen Entwurf gemacht und dann musste ich eine Petit Point Stickerei machen. Da hat er gemeint, oh ja, du hast ein Farben- und Formengefühl, das geht. Dann hat er mir einen Entwurf gemacht für eine Seidenmalerei. Das war schon wesentlich schwieriger, aber es hängt dieses Anfangsstück hier in der Ausstellung, das ich nie fertig gemacht habe, weil dann hat er mir schon Entwürfe für Gobelins gemacht. Ich bin auf die Akademie gegangen, muss ich dazu sagen, zum Professor Schulz und dort habe ich künstlerische Textiltechniken inskribiert und mich auf die Gobelin-Weberei gestürzt. Und wir sehen und spüren auch in diesem Bild eine Kraft, die sich eigentlich von der Antike bis zur Moderne spannt. Die Kraft der Farben, die Kraft der Musik. Und das spannt auch diesen Bogen wieder zur Musik selbst. Farbtöne, Tonfarben, alles gemeinsam ergibt die musischen Künste. Und dieses Bild spricht genau in diese Richtung für mich. Und ich bin dann in meinen zweiten Beruf arbeiten gegangen und habe in der Christian-Doppler-Klinik Therapie gemacht auf der zweiten Psychiatrie und habe nebenbei meinen Magister Arte auf der Hochschule für angewandte Kunst nachgeholt. Ich habe dann einmal einen Ausflug gemacht mit meiner Familie und der Stiefvater meines Mannes stammt aus Hauxdorf. Das war der Grund, warum es mich eigentlich dorthin verschlagen hat. Er war sogar einmal Bürgermeister von Hollabrunn. Und mir hat die Gegend so gut gefallen und der Wein so geschmeckt, dass ich wusste, ich werde mich dort niederlassen. Ja, ich habe die 4 Elemente vertont von Peter Proksch. Ich habe das Glück, in der gleichen Ortschaft in Münichstal, im schönen Weinviertel, mit der Familie Proksch zu wohnen. Und wir haben uns vor etlichen Jahren kennengelernt und wir haben diese Bilder sofort fasziniert. Und ich habe mir gedacht, die 4 Elemente, das gibt musikalisch auch sehr viel her, wenn man da Unterschiede herauskehren kann. Wie man an den Bildern sehr schön auch sieht, die Kraft von Farbe und Struktur macht es aus. Und das war das mir Wichtige, in der Musik das umzusetzen, nicht nur Untermalungshintergrundmusik zu liefern, sondern auf die Bilder aufbauend, auf meiner Initiative der
der visuellen Eindrücke Musik zu schaffen, die durchaus rhythmisch und auch sehr dynamisch sein kann. Und diese Dynamik setzt sich dann auch in der Instrumentierung zum Beispiel fort. Es gibt Violinen, Flöten, Waldhorn, also klassische Instrumente, genauso wie jazzige Trompeten, aber auch programmierte Sounds vom Computer her. Also diese Vielfalt, diese Kraft, die von diesen Bildern ausgeht, hat mich dazu inspiriert, wirklich einen bunten Mix zu machen. Und es ist letztlich dann ein eigenes musikalisches Werk in 4 Sätzen entstanden, mittlerweile auch schon ein paar Jahre alt, aber ich höre es mir immer wieder gerne an und ich hoffe, das Publikum auch. Mein Mann hat die Entwürfe gemacht und ich habe gewebt. Und wir haben dann relativ rasch sehr viele Aufträge bekommen. Für das Fischereimuseum in Ort an der Donau habe ich 3 große Teppiche für den Festsaal gemacht. In der Nationalbank hängt ein Teppich, ein 8 Quadratmeter großer Teppich von mir. Alles Entwürfe natürlich meines Mannes. Und so ging es halt weiter dann, nicht? Und es hat mir auch Spaß gemacht. In Salzburg haben Sie alle gesagt, jetzt ist die Koreneck narrisch geworden. Wie kann man von Salzburg weggehen? Dann sind Sie alle gekommen, mich besuchen. Na, so schön. Ausgestellt habe ich in verschiedenen Ländern. Meine Arbeiten, die schönste Ausstellung war im Gerhard-Marx-Museum in Bremen. Ich stehe aber auch in Japan in Ishikawa. Meine nächsten Projekte, die leider jetzt durch die Situation verhindert wurden, sind, ich habe Roboter gebaut aus Glas und Stahl, die sich bewegen, und habe ihnen jetzt Drehköpfe verpasst, die durch den offenen Mund gesteuert werden. Ich hoffe, das Projekt wird nächstes Jahr umgesetzt in einer Wiener Galerie. Warum gerade diese Ausstellung im Forum Schloss Wolkersdorf? Mich hat speziell interessiert, 2 starke Frauenpersönlichkeiten zu zeigen. Einmal Heide Proksch, die Gobelins webt nach den Motiven ihres Mannes, aber selbst eine starke Persönlichkeit ist und selbst neben einem großen Künstler mit einer starken Schaffenskraft auch mit ihrem eigenen Werk bestehen zu können. Und warum Renate Koreneck? Weil sie eine starke Persönlichkeit ist mit sehr viel physischer Kraft, die Glasbläserei betreibt und wunderbare Werke schafft, die in ihrem Formempfinden ähnlich auch sind den Arbeiten von Heide und Peter Proksch. Und diese unterschiedlichen Materialien, aber dieses einheitliche Formempfinden ist das, was ich spannend gefunden habe, einander auch gegenüberzustellen. Wie schon erwähnt, mein Erstlingswerk war eine Petit Point Stickerei. Das war aber nicht so meins und da hat mir mein Mann dann einen Entwurf gemacht, eben für eine Nadelmalerei heißt das. Und das ist natürlich eine sehr aufwendige Angelegenheit. Sie sehen ja, ich habe es nicht fertig gemacht. Das ist also etwas dann in den Hintergrund gegangen, weil das schon sehr anstrengend war und mein Mann zwischenzeitlich denn die Idee hatte, ich soll vielleicht besser weben. Das ist also etwas, was nicht so anstrengend ist wie diese Seidenmalerei. Das ist wohl einer der ersten Teppiche, die ich gemacht habe auch, mit dem Proksch seinen Lieblingsthema, der Janus, die Beidseitigkeit, also die Zweiseitigkeit, Zukunft, Vergangenheit, Mann und Frau und so weiter. Also diese Dualität im Leben, die sich immer wieder zeigt und bemerkbar macht und so weiter. Ja, hier stehen wir vor einem typischen Proksch-Sujet, das Einhorn, Sinnbild für Weisheit, Schönheit und Stärke. Und ja, hat mich doch 2 Jahre Arbeit gekostet. Naja, wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben uns durch Freunde kennengelernt. We are the ones who make a better day. So let's not give in.
Hallo, ich bin Nathalie Obuch, die Grafikerin, die normalerweise die Raumtexte für die Ausstellung gestaltet, die jetzt aber etwas obsolet geworden sind, weil wir ja die Ausstellung nicht wie geplant der großen Masse zur Verfügung stellen können. Aber ich bin sehr froh, dass wir eben dieses Medium jetzt gefunden haben und euch so die Welt des fantastischen Realismus näher bringen können. Ich wünsche euch einen schönen Rundgang, einen schönen digitalen Rundgang, eine Premiere für uns, das Forum Schloss Wolkersdorf. Ja, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.